Wilhelm, deine Lehrzeit ist um. Viele Jahre hast du gelernt und bewiesen, dass du ein fleißiger Drechsler bist. Du hast zu was gebracht. Nun sollst du deinen Lohn erhalten. Na, was ist? Du schaust traurig rein? Was versahlst du dein Gemüt? Ach, Meister, der Vater hat geschrieben. Meinen beiden Brüdern Hans und Klaus hat das Schicksal übel mitgespielt. Als sie ihre Lehre beendet hatten, bekamen sie vom Meister ein Wunderding. Hans ein Tischlein deck dich und der Klaus einen Esel, der goldene Dukaten spie. Doch der Lohn wurde ihnen gestohlen in einem Wirtshaus. Der Wirt nahm's ihnen in der Nacht. Na ja, also, solch Wunderdinge wie ein Tischlein deck dich oder einen Goldesel habe ich freilich nicht für dich, aber diesen Sack hier. Ein Sack, Meister? Mit einem Knüppelchen darin. Aha, na schön und gut, den Sack kann ich ja umhängen. Vielleicht kann ich ihn auch sonst irgendwie verwenden, aber was soll ich denn mit dem Knüppel anfangen? Der macht doch nur das Tragen schwer. Das will ich dir sagen. Wenn dir wer Unrecht tut, dir ans Leder will, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. Der Knüppel springt heraus und springt dem Schurken auf den Pelz und bläute nach allen Regeln der Kunst durch, dass er sich 8 Tage nicht regen und bewegen kann und lässt nicht eher ab, bis du ihm befiehlst, Knüppel in den Sack. Aha, ich verstehe. Das ist freilich ein wunderbarer Sack. Ich hab auch schon die richtige Verwendung für ihn. Glückliche Märchenende naht. Ich kann mir schon vorstellen, wer sich besonders gut für so einen Knüppel aus dem Sack eignen würde. Na klar, aber noch ist es nicht so weit. Wilhelm machte sich also auf den Weg zu Heinrich, dem hinterlistigen Wirt. Dank des Goldesels hatte sich das alte, verfallene Wirtshaus in ein prunkvolles Restaurant verwandelt.